Ach, eine Mascara. Das finde ich doch immer schön. Eine Wir packen heute den Catrice Adventskalender aus. Das ist wie jedes Jahr ein Do-It-Yourself Adventskalender. Das hier sind 2, 4, 6, 8 Lippenprodukte und 2, 4, 6 Lacke. Hallo, meine Lieben. Ich begrüße euch zurück zu einem neuen Adventskalender-Video. Wir packen heute den Catrice Adventskalender aus. Das ist wie jedes Jahr ein Do-It-Yourself Adventskalender. Das bedeutet, ihr habt da drin Tütchen und Aufkleber und 24 verschiedene Produkte und ihr könnt die quasi selber platzieren an den Tagen, wo ihr sie haben wollt. Entweder für euch selbst oder ihr könnt das auch für euch machen lassen oder das für jemand anderen machen. Das ist immer ganz individuell. Ich bin ganz doll gespannt. Meistens haben die mehrere Kollektionen. Ich sehe auch gerade Christmas Collection 3. Ich bin ganz gespannt. Ganz oft sind da Sachen drin, die, das war jetzt tatsächlich auch die letzten Jahre unterschiedlich. Ich meine, vor 2 Jahren hatten sie eine Version, wo auf jeden Fall, oder nee, das waren auch mehrere, wo auf jeden Fall eine Limited Edition mit drin war. Letztes Jahr, meine ich, haben sie das gar nicht gemacht. Da hatten sie dann nur Produkte aus dem normalen Catrice Sortiment drin. Ich bin gespannt, wie sie das dieses Jahr gemacht haben. Ich mag das ja eigentlich immer ganz gerne, wenn da extra Produkte drin sind, aber wir werden sehen, wie das heute ist. Wir packen ihn aus. Also wie gesagt, das ist jetzt die Christmas Collection 3. Die gab es bei Rossmann. Verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Ich meine, ich habe 39,99 bezahlt. Wir schauen jetzt mal rein. In der Regel lohnen die sich aber meistens vom Wert her. Wir werden mal sehen, wie viel da ja letztendlich drin ist. Ich höre gerade schon ein bisschen Nagellack, meine ich. So, also die Umverpackung ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Nicht sehr stabil, aber das ist okay. Ich greife hier einfach mal blind rein. Moment, hier sind erstmal... Ja, hier sind diese Tütchen bei. Da sind meistens 2 verschiedene Designs. Hier haben wir einmal dieses und in der Mitte ist noch eins. Ich mache das mal ganz kurz auf. Irgendwas mit Blau. Oder ist das die Rückseite? Das scheint die Rückseite zu sein. Ja, jedenfalls ist das ganz süß mit einem Nussknacker drauf und Joy, Happy, Magic, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall ganz süß. Ich wollte nicht reingucken und da sind dann meistens noch, genau hier, sind dann die Aufkleber drauf, beziehungsweise drin. Das ist dann auch ganz schön, genau. So, ich greife jetzt blind rein. Ich fühle schon einen Nagellack. Das ist der Rillenfüller Gel Plumping Effekt, genau. Filling Station at Home, die 01. Und ja, das ist einfach ein durchsichtiger, ein Nail Code auf jeden Fall. In der Regel kann damit eigentlich jeder was anfangen, finde ich. Dann habe ich als nächstes, ich versuche immer ein bisschen durcheinander zu machen. Oh, hier haben wir einen Shape and Define Contour Stick. Das finde ich super interessant. Welche Farbe haben wir denn hier? Medium, genau. 020. Ich lasse den mal kurz zu. Oder, naja. Na, ihr wollt es hier sehen, ne? Na, dann machen wir ihn auf. Aber ich benutze ihn nicht. Das ist ein, ja, ein Contour, ein Creme-Contour-Produkt. Da haben wir hier einmal diese Seite Medium. Ich meine, die haben jetzt auch einen neuen Contour-Stick rausgebracht. Und hier ist dann der Highlighter-Ton, beziehungsweise ist das einfach nur aufhellend. Also damit könnt ihr dann quasi eben Akzente setzen, aber halt matt und nicht, nicht glänzend oder so. Finde ich aber auf jeden Fall schön und in Medium tatsächlich auch angebracht. Der nächste ist jetzt, das ist ein... Catrice, ein Lippenbooster ist das, um Volumen zu geben. Das ist eine sehr schöne Farbe. Ich könnte mir vorstellen, dass die schon ein paar Jahre immer mal wieder drin ist. Ist auf jeden Fall ganz süß. Die Farbe heißt übrigens 200 Every Berries Darling. Ja, ist auf jeden Fall auch eine Farbe, die man gut verschenken oder auch gebrauchen kann, würde ich sagen. Ich fühle noch mehr Nagellack. Ich bin gespannt. Jetzt hole ich hier erstmal einen Lippenstift raus. Genau, das ist Power Plumping Gel Lipstick in der Farbe 020 Magnolia Bouquet. Warum sind die denn alle zugeklebt? Also ist an sich ja schön, aber ich will sie euch ja zeigen und vielleicht dann auch weiter verschenken, weil ich kann die ganzen Sachen ja natürlich nicht behalten. Das, genau, das, was so überbleibt, sag ich mal, das ist ganz schön viel. Ich denke, ich werde das jetzt nach und nach dann in Verlosungsboxen packen, ja. Aber im Livestream verlosen, den ich dann hoffentlich irgendwann mal mache. Genau, und das ist jetzt ein nudiges Rosenholz, würde ich sagen. Also irgendwie schon noch Richtung alltagstauglich, aber auch etwas knalliger. Muss man Lust drauf haben. Aber finde ich jetzt auch nicht fehl am Platz oder so. Genau. Dann will ich hier irgendwie ein, genau, ein Mono-Eyeshadow haben wir hier. Das ist die 380 Pinky Peony. Genau. Ich sage ständig genau. Das tut mir total leid, ihr Süßen. Ich versuche es zu lassen. Das ist auf jeden Fall, ja, so ein bräunlicher Bronzeton, würde ich sagen. Ganz leicht Schimmer drin. Gefällt mir ganz gut. Und ich denke, viele freuen sich da auch drüber. Dann habe ich jetzt eine Palette und das ist eine von diesen kleinen. Früher mochte ich die mal nicht so gerne, das war aber ein anderes Design noch, was ich meine. Und das hier heißt jetzt The Epic Earth Collection Eyeshadow Palette. Ich weiß nicht, wie lange die schon her ist oder ob das das aktuelle Sortiment ist, aber ich finde, es ist eine recht kühle, alltags
taugliche Palette, da ist sogar ein Highlighter drin. Also eigentlich sind wirklich schöne Sachen drin. Man hat sogar Schwarz drin. Also gerade wenn man jetzt Schminkanfänger ist, ist das tatsächlich eine sehr schöne Sache, damit mal viel zu üben, sich auszuprobieren. Und vor allem durch diese sehr hellen und auch dunklen Töne hat man sehr viel Dimension. 2 Schimmertöne, 3 sind sogar auch drin. Also finde ich auf jeden Fall okay. Falls ihr diese hier schon mal hattet, ich hatte die jetzt halt wirklich noch nicht. Wie gesagt, die früher mochte ich nicht so gerne. Und irgendwie neige ich auch dazu, der hier den gleichen Stempel aufzudrücken. Aber vielleicht ist das ja zu Unrecht. Deswegen würde ich da sehr gerne eure Meinungen hören. Ich denke, ich greife jetzt mal einen Nagellack wieder, weil da kommen bestimmt einige. Zumindest habe ich so das Gefühl, dass da öfter mal Nagellack in Überfluss drin ist. Das ist jetzt Peter Approved Vegan Nail Polish in 106 Olives and Wine, genau. Ja, ist eine Farbe, die ich auch tragen würde, auf jeden Fall hin und wieder mal, wenn ich Klamotten dazu hätte, beziehungsweise ich habe einen Pulli dazu. Früher habe ich die Farbe aber super oft getragen, weil meine Augenfarbe so ähnlich ist und irgendwie hatte ich das Gefühl, die strahlen dadurch dann irgendwie noch mehr. Ja, genau. Ja, wieder genau. Hier ist noch, oh, den finde ich super schön. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal. You Keep Me Brave, die 95. Ja, das ist so ein Korallenrot. Und die finde ich sehr schön. Mag ich sehr. Es ist noch mehr Nagellack drin auf jeden Fall. Ich nehme jetzt aber mal was anderes. Und zwar das hier. Da eine Mascara. Das finde ich doch immer schön. Eine Allround Mascara in Ultra Black. Extra Volume, Length and Curl. Und ja, das ist in Schwarz. Eine schöne Mascara auf jeden Fall. Das fühlt sich jetzt an, das ist eine Tube. Ja, den hatte ich tatsächlich auch schon mal. Der war okay, nicht übermäßig effektvoll oder so, aber gut pflegend war. Trotzdem, das ist der Night Recovery Eye Balm. Und genau, mit Avocadoöl, Hyaluronsäure und Zika. Genau, also eigentlich eine richtig schöne Mischung. Kann man auf jeden Fall gut machen. Ist kein Flop-Produkt, ist wirklich, ja, pflegt auf jeden Fall gut. Dann habe ich jetzt wieder einen Lippenstift. Wie viele davon drin sind, werden wir noch sehen. Volumizing. Das ist doch gar nicht so schwer. Lip Balm auf jeden Fall in der 070 Dream Full Lips. Der sieht sehr schön aus. Ich meine auch, dass die sehr schön beim Auftrag gewesen sind. Habe ich irgendwie auch wieder was Paletten? Oh. Das war die Augencreme zum Glück nur. Das ist ein Blush. Den hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Das ist Blush in a Box, Glowing and Multicolor. Genau in der Farbe 030 Warm Soul. Das sieht tatsächlich sehr schön aus. Und wenn da ein Schimmer drin ist, dann ist der super fein. Ich denke, den werde ich auch selber mal behalten. Oder auch doch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher gerade, weil er ist schon schön. Aber wenn ich mir meine Blush-Schublade angucke, die gerade tatsächlich auch offen steht, weil da mein Tablet als Bildschirm draufsteht. Die ist echt am Überquillen, deswegen mal gucken. Aber ein sehr schöner Artikel, finde ich. Ich hole mal noch einen Nagellack. Das ist bestimmt viel Nagellack, aber ich weiß es nicht. Hier ist einer. Genau, hier haben wir die 01 Matte My Day. Das scheint ein Topcoat zu sein. Ja, das finde ich auch sehr schön. Sowas finde ich immer einfach sehr, ja, das kauft man sich vielleicht gar nicht immer. Oder man hat es gar nicht auf dem Schirm, dass man das auch so matten lackieren kann. Viele wissen das tatsächlich nicht. Und dann, ja, wird man hier dann inspiriert. Und ja, dann bin ich gleich mal zu Hause. Finde ich schön. Es ist, ja, es ist nicht direkt Nagellack. Das ist ein Express Spray-On Base Coat. Okay, 40 Sekunden Dry, no Stains. Also ein Base Coat, gar kein Top-Sprayer oder wie. Sprühunterlack. Eine Schicht aus 15 cm Entfernung auf Nägel sprühen. In 40 Sekunden trocknen, schützt Nägel vor Verfärbungen. Abwaschen nicht notwendig. Okay, habe ich noch nie benutzt, aber sieht sehr interessant aus auf jeden Fall. Mega. Ja, okay. Jetzt habe ich hier irgendwas Stiftiges. Das ist ein Mud Lover Lipstick Pen. Davon habe ich auch mal einen gehabt, in einer etwas nudigeren Farbe noch. Und ja, die sind eigentlich ganz schön. Doch, das finde ich ganz nice. Ich sortiere hier mal kurz so ein bisschen nach Lippenprodukten, Nagelprodukten und so. So, das nächste ist wieder ein Lippenprodukt. Das ist tatsächlich auch eine sehr schöne Reihe. Power Plumping Gel Lipstick. Hatte ich davon nicht sogar eben schon einen? Ich meine, das ist aber diesmal die Farbe 120. Don't be shy. So, oha, okay. Bei dem Namen hätte man das auch meinen können. Ein roter Lippenstift, aber ein dunkelroter. Hier habe ich jetzt wieder was, was sich anfühlt wie ein Mono Eyeshadow. Ja, das ist aber eine sehr schöne Farbe. Art Colors Eyeshadow 290 Getting My Bronze On.
Ja, das ist ein bräunliches, bronzefarbenes Braun, wie auch immer. Auf jeden Fall auch eine sehr schöne Farbe. Kann man mit der anderen bestimmt auch gut kombinieren. Das ist auch Pflege, genau. Hydro Depuffing Eye Serum mit 1,5% Hyaluronsäure. Genau, das ist so ein Augenroll-on, also ein bisschen was Pflegendes wieder. Also dann habt ihr was, was Kühlendes und dann nochmal was Pflegendes. Wir hatten ja eben schon diesen Eibaum. Und genau. Ich fühle hier noch, mal gucken, dass es auch wieder irgendwie... Ah, das ist auch cool. Ein Soap-Stylist für deine Augenbrauen sind die, für unsere Augenbrauen. Genau, in der Nummer 030 Dark Brown. Ich meine, ich hatte das auch schon. Es ist nicht ganz so dunkel, kriegt nicht gleich die Krise. Das ist ein sehr durchschimmerndes Produkt. Also es wird schon Farbe abgegeben, aber es ist nicht so intensiv bei diesem hier. Also ich hatte mir die damals auch geholt. Ich glaube, ich habe die nicht mehr, weil mir das dann auch zu wenig Farbe war tatsächlich. Aber für jemand, der jetzt wirklich blonde Haare und auch Augenbrauenhaare hat, der wird das ja dann verschenken müssen. Es ist also, ja, ist okay, dass es drin ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele das nicht so nice finden. Ich meine, wir haben jetzt auch gar nicht mehr so viel. Hier ist jetzt noch etwas, wieder was für die Lippen. Das ist jetzt ein sehr unauffälliger Lipgloss auf jeden Fall. Und das ist die Nummer Ice Ice Baby. Der würde meiner Mama auf jeden Fall gefallen, denke ich. Hier fühle ich gerade, meine ich, noch eine Palette. Eine Konturpalette. Das finde ich sehr schön. Das ist eine Puder-Konturpalette. Auf jeden Fall. Und der Highlighter-Ton sieht auch nicht richtig schimmernd aus. Aber... das ist aber ganz schön. Das lasse ich jetzt mal eben zugeklebt. Da ist wirklich Bronzer drin, Kontur, also wirklich ein kühler Braunton, ein wärmerer und dann eben ein, bananiger Highlighter-Ton. Hinten steht nochmal drauf, wie man es benutzen kann. Die habe ich in der Theke tatsächlich auch noch nie gesehen. Warum kenne ich mich bei Catrice nicht so gut aus? Also manchmal weiß ich auch einfach nicht, wie lange das Sortiment schon her ist, weil irgendwie... die Sachen sehen halt auch oft ähnlich von der Verpackung aus und dann weiß man gar nicht mehr, ist das jetzt die Generation oder die. Aber das finde ich okay. Finde ich jetzt auch insofern ganz gut durchgemischt, dass nicht zu viel... wir bewerten später. Ich glaube, hier ist gar nicht mehr so viel. Hier ist jetzt noch ein Nagellack auf jeden Fall. Der ist klimaneutral. Die Nummer 03 Caught on the Red Carpet. Genau, das ist ein dunkles Braunrot. Recht unscheinbar, aber trotzdem da... wird sich ganz gut anpassen, denke ich. Finde ich aber schön. Ich mag den. So, ist hier noch was? Ich glaube, das war's. Nee, gar nicht. Da sind immer noch zwei Produkte drin. Gott, Gott sei Dank, es kam mir irgendwie ein bisschen wenig vor. Aber es sind zwei Lippenprodukte tatsächlich. Hier haben wir noch ein Power Plumping Gel Lipstick Flower and Herb Edition 010. Das ist ein helles Rot ist das. Ich lasse den jetzt mal kurz zu. Ich habe keine Lust, das abzupulen. Und dann haben wir hier noch einen Lip Liner, Plumping Lip Liner. Und das scheint eine sehr gute Farbe zu sein. Den werde ich jetzt auch mal kurz hier auftragen, weil ich glaube, dass das so ziemlich meine Lippenfarbe sein kann. Den behalte ich dementsprechend auch. Also sehr schön. Den letzten hier fand ich jetzt sehr schön tatsächlich. Und ja, ich nehme hier mal kurz jetzt doch die Verpackung weg. Hier ist jetzt wirklich nichts mehr drin, außer Verpackungsmaterial. Und dann könnt ihr hier jetzt einmal die Ausbeute sehen. Wir haben ein bisschen was fürs Gesicht. Hier ist ein Blush, Kontur, nochmal Kontur quasi. Ein Produkt für die Augenbrauen. Dann haben wir hier drei Lidschattenprodukte. Das finde ich gut. Hätte von mir aus auch ein bisschen mehr sein können. Hier haben wir Pflege, eine Mascara. Das reicht auch total aus. Und bei den Lippen- und Nagelprodukten. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Hier, den lege ich natürlich noch dazu. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Hier sind 2, 4, 6, 8 Lippenprodukte und 2, 4, 6 Lacke. Ob man das so gerne mag, das muss jeder selber entscheiden. Ich finde, das ist bei Catrice immer ungefähr so gemischt, dass dieses Verhältnis ungefähr so da ist. Zumindest letztes Jahr auch. Ich bin gespannt. Vielleicht hole ich noch mal eine andere Christmas Edition. Falls ihr das wollt, schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Aber ansonsten denke ich, dass wir hier vom Wert her auf jeden Fall über 39,99 sind. Und... genau, wenn da jetzt nicht zu viel drin ist, was ihr jetzt nicht... also ich könnte ja jetzt mit den ganzen Lippenprodukten zum Beispiel nichts anfangen, aber ich sage euch das in jedem Video, ich bin halt kein Lippenmensch. Und deswegen, ja, wenn man so ein bisschen vorher weiß, was drin ist und dass man sich eben auf viele Nagel- und Lippenprodukte einstellen sollte, dann ist das ja... aber die anderen Sachen finde ich auch ausreichend vorhanden. Also ich mag den Kalender auf jeden Fall und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass wir über dem Wert sind. Ja. Wir gucken uns, denke ich, noch ein paar andere Catrice-Kalender an, wenn ich noch welche finde. Ich wünsche euch erstmal auf jeden Fall einen schönen Tag. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Und macht's gut. Tschüss.